Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder jede Menge Telefonschnipsel mitgebracht. Das heißt, kürzere Telefonate, die kein ganzes Video ergeben, allerdings in Summe dann schon wieder eins ausmachen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen Telefonschnipseln. Ja, wunderschönen guten Tag. Hier ist Kontoberaterin Linda am Apparat. Ja. Ich rufe Sie von Inertia Finance Webseite an. Kein. Sie haben sich für wegen Bitcoin angemeldet, richtig? Nee, wegen Bitcoin habe ich mich nicht angemeldet. Ich habe mich angemeldet, weil ich Lust hatte. Weil Sie was haben? Weil ich Lust hatte, nicht wegen dem Bitcoin. Was meinen Sie? Noch so, wie ich es gesagt habe. Tja, ist ja, ja. Also, Sie wollen anfangen zu handeln oder nicht? Ja, na klar. Irgendwo muss ich auch die Schlüpfer von der Rösi loswerden. Was müssen Sie machen? Die Schlüpfer von der Rösi verkaufen. Und ihr seid ja so eine Handelsplattform. Da kann ich ja vielleicht ihn verschirmen. Wiederhören, ja? Warum? Ich dachte, Sie wollten mich noch zu Ende betrügen. Ich glaube, diese Betrügerin haben wir gleich zum Anfang an wieder ausgenockt, sodass ich überhaupt gar nicht wusste, worum es geht und was hier eigentlich genau am Telefon abläuft. Naja, da haben wir wohl das genutzt oder das ausgenutzt, was sie gerne selbst mit ihren Betrugsopfern macht. Ja, Leute verwirren und jede Menge Blödsinn erzählen, sodass man gar nicht mehr weiß, worum es überhaupt eigentlich in dem ganzen Gespräch geht. Und somit sind wir so relativ schnell losgeworden. Ja, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ja, spreche ich mit Darius Habenschwamm? Ja, da bin ich aber zum Apparat. Jeder gleiche Apparat heißt Habenschwamm von Monitoring-Abteilung. Ja. Wir kontrollieren Transaktionen unter Ihre Daten, wo der Handelskonto geöffnet. Ja? Das ist ja in Sekund, ja. Wussten Sie davon? Nö. Von uns wird genau solche Kontos überwacht und aus diesem Grund rufe ich Sie an. Jetzt erkläre ich Ihnen das Problem. Es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihre Daten bei einer illegalen Handelsplattform, die im Internet gab, und so haben Sie Handelskonto geöffnet. Deswegen haben wir Ihre Daten bekommen, weil wir solche Kunden sehr viele haben. Versuchen wir, jeden telefonisch zu erreichen. Sie brauchen offizielle Verifikation bei einer offiziellen Handelswebsite, weil Sie bei einer illegalen Handelsplattform angemeldet sind. Bei einer illegalen Handelsplattform angemeldete Kunden, die schon von uns darüber informiert sind und die Fälle nicht korrigieren, werden von Europäisches Handelszentrum bestraft. Verstehen Sie, Herr Dabenschwabel? Nee, das haben Sie ein bisschen undeutlich vorgelesen. Bitte? Ich sagte, das haben Sie ein bisschen undeutlich vorgelesen. Herr Habenschwabel, ich sehe in meinem Internet, da Sie haben schon 250 Euro investiert, ja? Na klar, die habe ich da natürlich logischerweise schon mal reingesteckt. Wer macht sowas nicht? Bitte? Ja. Mach mal da weiter, weil ja? Sonst klappt das mit dem Skript nicht so, weil dann ist ja bist du ja da raus aus dem Flow. Herr Tabenschwabel, ich helfe Ihnen alles korrekt zu machen und Sie werden in Zukunft mit dem Handelskonto kein Problem haben. Haben Sie PC oder Handy mit Internet? Um welche Firma geht's denn eigentlich? Wir sind Europäisches Handelszentrum, Herr Tabenschwabel, und wir kontrollieren Transaktionen. Ja? Und von welcher Firma wollt ihr das jetzt kontrollieren? Wo habe ich denn eingezahlt? Wir sind nicht Firma, wir sind Europäisches Handelszentrum, Herr Faderschwaber, das sagen Sie schon. Ja, und verstehe ich aber den Sinn eures Anrufs nicht. Warum? Ja, weil ich den nicht verstehe, den Sinn. Was wollt ihr denn jetzt eigentlich genau? Woran verdient ihr jetzt Geld? Herr Faderschwaber, Sie sagen mir, dass Sie sind in Arbeit, ja? Nö. Wann haben Sie Zeit? Na jetzt. Aber du müsstest dazu auch mal reden, Mädchen. Nicht immer nur so eine Scheiße ringsrum. Nur erzähl doch mal, was du willst überhaupt. Du bist Arsch, Herr Tabenschwabel. Was, haben Sie eine Macke, oder was?
Ja, also diese gelangweilte Lady, die ging mir ja wirklich auf den Keks. Schläft fast beim Erzählen ein, weiß gar nicht so richtig, was sie überhaupt will und kommt nicht aus dem Quark. Und als man sie denn mal dazu auffordert, mal irgendwie ein bisschen aus der Puschen zu kommen, um sich da mal ein bisschen zu bewegen, dass wir mal irgendwas da zustande kriegen am Telefon, so, da wird sie dann gleich beleidigend. Naja, so ist das halt, ne? Aber was will man von Betrügern eben auch am Telefon erwarten? Viel kann da natürlich nicht kommen. Hallo? Hallo? Ja? Ich schnade mit der Lösung Bengel. Ja? Schön, Sie am Apparat zu haben, Herr. Mein Name ist Melanie Bauer und ich rufe Sie von Deutsche Capital Markets Group an. Und das hat zu tun mit Onlinehandel. Wissen Sie, was Onlinehandel ist? Ja. Sie haben schon mal probiert? Haben Sie Erfahrung? Ja, ja. Okay. Und wie war diese Erfahrung für Sie? War schlecht oder gut? Ja, war gut. Okay. Sie haben das nur selber gemacht oder mit einem anderen Broker haben Sie gearbeitet? Das habe ich alleine gemacht. Da habe ich nicht dabei zugeguckt, wenn einer gebrochen hat. Okay, habe ich verstanden. Ich frage hier, weil das ist meine Arbeit. Wir helfen den Leuten, mit guter und schlechter Erfahrung haben. Hier bei uns, Sie haben Möglichkeit, mit einem Finanzberater zu arbeiten, mit einem Experten. Und danach, Sie werden Profite mit Sicherheit erzielen, zusammen mit unserem Finanzberater. Haben Sie mich verstanden? Nee. Wozu brauche ich da jetzt jemanden, der da hilft? Das kann ich doch alleine da bei eBay mit dem Onlinehandel. Aber Sie wissen das schon, was Onlinehandel bedeutet. Onlinehandel bedeutet, Profite zu erreichen, Geld zu verdienen. Deswegen. Richtig, das mache ich doch bei eBay. Das, da muss man dann bieten und dann sind die Preise hoch und so, ja. Also machen Sie keine Sorge, ich möchte ein paar Informationen zu geben und alle Informationen kosten gar nicht, sind alles kostenlos. Aber Sie haben mir gesagt, Sie haben gute Erfahrung. Seit wann machen Sie Trading? Was für ein Ding? Seit wann machen Sie Trading? Wie lange machen Sie Trading? Training? Gar nicht. Trading, Onlinehandel, seit wann machen Sie? Das habe ich gar nicht trainiert. Das habe ich einfach reingestellt bei eBay und dann waren die Produkte drin. Okay, wie darf ich mal wissen erstmal, Sie benutzen ein Handy oder einen Computer, damit ich mir alles verstehe? Hä? Ich verstehe nicht, was Sie möchten. Was verstehen Sie nicht? Na, Sie... Onlinehandel, Sie wissen, Sie haben früher gesagt, ich habe gute Erfahrung. Ja. Deswegen, ich gebe Ihnen eine Chance, hier bei uns mit einem Finanzberater zu arbeiten, mit einem Expert. Das verstehen Sie nicht. So, aber es hat doch bis jetzt auch immer ohne Expert geklappt. Okay. Wieder eine von der wahnsinnig netten Sorte. Die war von Anfang an genervt und wollte einfach nur ihren Scheiß da durchdrücken. Ohne Sinn und ohne Verstand und ohne irgendwie auch nur ansatzweise auf den Kunden einzugehen. Oh, man kennt's halt nicht anders von den Betrugsplattformen. Aber es ist schon Wahnsinn, ne? Die hat ja hier schon quasi halb ins Telefon gebrüllt, nur weil sie nicht ihren Willen bekommen hat. Naja, und letztendlich, wenn die Betrüger sich so undeutlich ausdrücken und man so gar nicht so richtig weiß, was die eigentlich von einem wollen, man muss sich ja auch immer vorstellen, die rufen auch Leute an, die überhaupt gar keine Ahnung von der ganzen Materie haben. Und naja, dann weiß man auch wirklich nicht, was die überhaupt von einem wollen. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Lukas Preis ist am Apparat. Sprech mal gerade mit dem Herrn Lutzer Blasen. Was? Ich hab Sie nicht verstanden. Also, wie gesagt, mein Name ist Lukas Preis. Sprech mal gerade mit dem Herrn Ablassen. Ja. Schön, dass ich erreicht habe, Herr Ablassen. Wie gesagt, mein Name ist Lukas Preis. Ich melde mich von Unternehmen Waren VC. Bezüglich Ihrer Anmeldung, Herr Ablassen, die Sie bei uns getätigt haben vor kurzem, für Online-Trading bezüglich Bitcoin-Trading. Ist das richtig vielleicht? Weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich habe die Anmeldung, ich sage Ihnen wann genau, einen Moment. So, die Anmeldung ist ja seit gestern um 4:20 Uhr. Ich kann nichts hören. Hallo? Ja. Also wie gesagt, ich habe die Anmeldung seit gestern um 14:22 Uhr haben Sie die Anmeldung getätigt, ja?
Achso. Bei unserer Werbung. Hallo? Ja. Ja, reden Sie doch. Ist das richtig oder nicht? Haben Sie Interesse, Geld zu machen oder nicht? Ja, ich wusste ja nicht, dass das eine Frage ist. Und die Frage haben Sie ja noch gar nicht gestellt, die andere. Das. Sie bitte? Ja. Hallo? Ja, hallo? Ja, was machen wir da? Weiß ich nicht, was müssen wir denn da machen? Ach Junge, weißt du was? Geh mal, betrüg deine Mutter. Tschüss. Was ist denn mit Ihnen nicht richtig? Ja, also hier war wohl der Assi vom Herrn dran. Sprech mal gerade. Also wirklich absolut Wahnsinn. Und ganz zum Schluss kriegt man dann noch eine Beleidigung reingerückt, nur wenn man gar nicht so richtig weiß, was der eigentlich von einem will. Tja, naja, aber da wissen wir dann automatisch wieder, ohne dass man das Ganze hinterfragen muss, bei was für einem Callcenter man da letztendlich unterm Strich gelandet ist. Ein seriöses auf gar keinen Fall. Sag? Ja? Spreche ich mit Luis Aufgang? Ja. Mein Name ist Martha Fritsch und ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung für das Onlinehandel, Herr Aufgang. Es geht um Onlinehandel mit Kryptowährung. Ja. Herr Aufgang, haben Sie schon irgendwelche Erfahrung in diesem Bereich oder das ist ganz neu für Sie? Nein. Das ist ganz neu für Sie? Okay, Herr Aufgang, mein Name ist Martha Fritsch, ich bin Ihre Kontoberaterin und meine Aufgabe ist es Ihnen dabei helfen, Ihre Handelskonto richtig zu aktivieren und dann werde ich weiter informieren, wie es läuft und wie es funktioniert. Ja. Okay, ja, auch dann. Sie bekommen von unserer Seite ein automatisches Handelssystem, ein Robotersystem. Und das bedeutet, dass Sie bei uns nicht allein handeln werden, sondern dieses System handelt für Sie. Er kauft und verkauft eigenständig. Ja. Und sobald Sie Ihre Konto aktivieren, Sie werden zu Ihrem eigenen Finanzberater zuzuweisen. Ja, auch dann, obwohl alles automatisch läuft. Am Anfang Express wird für Sie alles einrichten und mal erklären, ja, was passiert auf dem Finanzmarkt. Personen zeigen Ihnen, wie Sie Gewinne erzielen können in diesem Bereich. Ja. Okay? Herr Aufgang, wir haben drei verschiedene Kontotypen. Erste ist 250 Euro, dann kommt 500 und dritte ist 1000 Euro, ja. Wenn Sie in diesem Bereich ohne Erfahrung sind, am Anfang persönlich, ich empfehle Ihnen mit Mindeststaatskapital beginnen. Aber natürlich, das ist Ihre Entscheidung, ja? Womit möchten Sie Ihre Konto aktivieren? Ja. Herr Aufmann, mit kleinster Summe, ja, mit 250 Euro können Sie monatlich Profit bekommen von 10-20%, ja? Und unser Interesse ist, dass Sie so viel Geld wie möglich verdienen, denn wir werden aus Ihren Gewinnen bezahlt, ja? Wir bekommen von 2-3% von Ihren Gewinnen. Deswegen, das ist unser gemeinsames Interesse, Herr Aufgang. Wenn Sie profitieren, profitieren wir auch, ja? Ihr Erfolg bestimmt unsere Sache. Ja. Okay? Okay. Dann, Herr Aufgang, haben Sie schon Fragen? Ja. Ja, bitte? Na, und wie viel verdient man da? Mit kleinster Summe, ja? Mit 250 Euro können Sie monatliche Profite bekommen von 10-20%. Ja. Zum Beispiel investieren möchten, ja, je mehr investieren, desto mehr profitieren, ja. Das ist ganz logisch. Aber am Anfang, ja, Sie sind ohne Erfahrung in diesem Bereich und deswegen brauchen Kenntnisse, ja, und Erfahrung sammeln. Und am Anfang, ich empfehle Ihnen mit kleinsten Summen anfangen. Ja. Okay. Okay, Herr Anfang, sagen Sie mir bitte, was ist Ihre gewünschte Summe, womit möchten Sie Ihre Konto aktivieren? Na, so, wo am besten läuft. Wie kann? Da, wo am besten läuft. Ja, auch an. Sie sind total Anfänger, ja, in diesem Bereich. Deswegen, ich empfehle Ihnen mit kleinster Summe anfangen, mit 250 Euro. Ja, wie viel verdient man denn da? Wie viel ist es denn im Monat? Ich habe Sie schon gesagt, ja, von 10-20%. Und wie viel Euro sind es? Okay, einfach können Sie das rechnen, ja? Na, aber dann habe ich ja bloß so, hier so 25 Euro im Monat, oder nicht? Bei 250 Euro. Ja, das ist mehr. Ja, wie vielen? Ja, Sie können monatlich, ja, extra Geld haben, ja?
200 Euro zum Beispiel, ja? 200 Euro, das ist extra Geld für Sie. Und wo kommt das her? Sie bekommen, Herr Aufkan, Sie haben bei uns ein Konto, ja? Ihr Konto ist noch nicht aktiv. Ja. Wenn Sie Konto aktivieren, Sie bekommen dieses Geld auf Ihrem Handelskonto und können Sie sofort Handelsprozesse anfangen, ja? Ich werde Sie per E-Mail Zugangsdaten schicken, wo können Sie einfach Ihr Geld finden, ja? Aber zuerst, Sie sollen Ihre Konto öffnen und danach, Sie bekommen von unserer Seite alle Unterstützung, ja? Ihre eigene Ihre eigene persönliche Finanzberater und automatisches Handelssystem, ja, MetaTrader 4 System, Roboter-System. Und dieser Roboter arbeitet ja 24 Stunden, ja, eigenständig, den ganzen Tag. Roboter macht für Sie mathematische und algorithmische Analyse und Excel macht für Sie fundamentalische Analyse, ja. Alles, was Sie brauchen, macht für Sie Expert, ja. Sie werden bei uns nicht allein sein. Alles, was Sie brauchen, macht für Sie Expert, ja, auch mal, okay? Ja, das ist gut, wenn man da einen Butler hat. Okay, Herr Aufwand, was ist Ihr, sagen Sie mal bitte, möchten Sie bei uns Konto aktivieren? Ja, wenn man da so richtig fett Moneten machen kann. Ist das schon? Ja. Ja, was ist Ihre genügste Summe? Na, so wie Sie das gesagt haben, machen wir das. Okay, Herr Aufwand. Was? Sagen Sie mir bitte. Möchten Sie bei uns Handelskonto aktivieren, ja oder nein? Ja, klar, wenn nicht so richtig klingelt in der Kasse, machen wir das. Sagen Sie mir bitte, was ist Ihre gewünschte Summe? Womit möchten Sie Ihre Konto aktivieren? Na, das, was Sie gesagt haben, so die Summe. Die nehmen wir. Ich habe Sie schon gesagt, ja. Die nehmen wir, die Summe. Okay, ciao. Was? Au. Also die nette Tante hat wieder kein Wort von dem verstanden, was man da so von sich gegeben hat. Hier hat's einfach wieder an den Deutschkenntnissen geklemmt. Ich frage mich immer, was die für einen Deutschkurs haben, aber dem Anschein nach enthält er eigentlich nur Beleidigungen und wie man Deutsche irgendwie als Kartoffel oder, naja, mit der Mutter beschäftigen kann. Alles andere ist, also mir ist das wirklich ein Rätsel. Vor allem, man stellt Fragen, man kriegt keine Antwort. Dann kriegt man nur so dumme Antworten wie, das kann man doch alleine nachrechnen. Naja, aber 10% von 250 Euro, ich glaube, das wissen wir alle, was das ist. Und dann erzählt die was von, ja, da gibt's aber extra Geld von 100 und 200 Euro jeden Monat und Bonusgeld und bla. Und wenn man sie dann wieder irgendwie mal nachhakt und mal nach den Zusammenhängen fragt, wie das jetzt überhaupt gemeint ist und wie man da überhaupt zu dem Geld kommt und ja, dann hat man da wieder überhaupt gar keine Beschreibung dazu. Und dann kann man das auch nicht erklären. Aber wozu ruft sie denn eigentlich an? Denn grundsätzlich stellen sie sich doch damit vor, dass sie die Kontoberaterin ist oder Kontoberater sind und einem helfen wollen und mit irgendwas beraten wollen. Auch wenn ich mich immer frage, wo ist hier die Beratung? Weil Beratung habe ich hier irgendwie bei denen noch nicht gesehen. Letztendlich geht es einfach nur darum, dass ihr einzahlt, die wollen eure Daten haben, eventuell noch einen Identitätendiebstahl. Das rechtfertigen sie ja da immer dann damit, dass man das ja dann zum Auszahlen braucht, was ja auch eigentlich Blödsinn ist. Ja, also irgendwie blickt man da bei den komischen Betrügern immer gar nicht durch, was die so richtig von einem wollen. Denn es gibt halt, das ergibt halt alles einfach von vorne bis hinten keinen Sinn, was die so von sich geben. Ja, und dann sind sie immer noch gleich eingeschnappt, wenn man denn dann nicht so richtig mitspielt. So wie sie sich das vorstellen. Ich meine, die werden sicherlich öfters mal jemanden von YouTube dran haben. Sehr, sehr sicher sogar. Und manche haben es ja auch schon erzählt. Und manche haben sich auch schon beschwert, dass sie irgendwie den ganzen Tag nur welche von YouTube dran haben. Aber, naja, dann sollten sie sich vielleicht doch einfach mal darüber Gedanken machen, was sie da für einen Job am Telefon durchführen. Denn seriös funktioniert das so nicht. Und ich verstehe auch immer nicht, wie die Menschen, die da sitzen, das nicht begreifen können. Tja. Da bleibt eigentlich nur die Aussage oder das, die Überlegung, dass die das alle wissen müssen, was die für einen Job machen und dass denen das einfach schlichtweg egal ist. Das Schlimme ist, es gibt halt eben auch bei Facebook solche Gruppen, wo sie eben nach deutschsprachigen Leuten suchen. Oftmals sogar auf ausländischer Sprache, dass da eben formuliert steht, dass sie Mitarbeiter suchen, die für ein deutsches Callcenter telefonieren. Und naja, die Inserate zu diesen Jobangeboten, die sind genauso unseriös wie das, was man hier eigentlich am Telefon letztendlich dann nachher hört. Und auch die Webseiten von denen sind ja nichts anderes als absolut unseriös und eine Vollkatastrophe. Ja, schon Wahnsinn. Also, weiß man nicht. Naja, ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Hallo, guten Tag, Zimmendax von der Firma Kurobi aus Hamburg. Ich spreche mit Herrn Klaus Thaler. Ah.
Hallo, Herr Thaler. Wir sind für die kostenlosen Pflegehilfsmittel zuständig. Sie haben jemanden mit Pflegegrad, der gepflegt wird in der Familie? Nö. Nö, dann nehme ich die Daten raus. Ja, warum und rufen Sie denn überhaupt an? Wer hat Ihnen die Berechtigung dazu erteilt? Sie waren auf der Seite von Amazon. Nö, da haben Sie auf Amazon, also Sie merken schon, was Sie sagen. Ne? Auf Amazon kann man definitiv kein Opt-in für irgendeinen Werbeanruf setzen. Das ist ja Bullshit. Herr Thaler, wir haben es hier stehen. Na, Sie waren auf der Seite von Amazon und da haben Sie uns angeklickt. Auf Amazon kann man Sie nicht anklicken, das ist Blödsinn. Ich weiß nicht, was Sie da gemacht haben. Ich nehme die Daten raus. Ja, ich habe nichts gemacht. Sie rufen mich illegal an, das ist Kaltakquise. Dann zeigen Sie uns an. Schönen Tag noch. Tschüss. Haben Sie irgendwie eine Macke? Genau, dann zeigen Sie uns einfach an. Schönen Tag noch. Ja, so stellt man sich natürlich ein seriöses Gespräch vor mit so einem tollen Callcenter. Ja, also ich weiß gar nicht, was die sich da manchmal denken. Es ist mir einfach unbegreiflich und unbeschreibbar. Ich meine, ihr hört es ja selbst. Ich meine, wenn ich das hier nicht aufzeichnen würde, das würde mir kein Mensch glauben, was da so am Telefon abgeht. Das ist denen einfach scheißegal. Und dann kommt die da wirklich mit der Begründung, dass man das angeblich auf Amazon gemacht haben soll? Also ich glaube, jedem ist bewusst und jeder weiß, dass man auf Amazon definitiv keine Werbeerlaubnis für irgendeinen Kram eingeben kann. Sowas Dummes habe ich wirklich noch nicht gehört. Also, naja. Was will man da von denen erwarten? Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr findet jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Da könnt ihr euch gern noch eure Zeit vertreiben, wenn ihr mögt. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.